Ich wollte mich auch wohl erkundigen heute. Haben sich gewiss mal die Träume der Avalonia eingemischt. Ja, kommt jetzt zur Sache, Nivek, ich bin sehr müde. So, warte, ich bin gekommen, um mich nach euren Gedanken und Gefühlen letzter Zeit zu erkundigen, denn auf der Astralebe haben sich Scharmäne an den Seiten der Avalonia zu schaffen gemacht. Die Aufmerksamkeit haben sie ganz besonders auf eure gerichtet. Inzwischen habe ich die Seelen befreit und ich wollte euch fragen, ob ihr euch an irgendwas erinnert, was uns wieder weiterhelfen könnte, dieses Rätsel zu lösen. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht, bitte lasst mich jetzt, ich bin sehr müde. Scheint es nicht gut zu gehen, sie ist offenbar sehr aufgeregt. Und jetzt? Oh Mist. Ich rede nochmal mit Elarad. Jetzt weiß ich wieder nicht mal, was ich tun soll. Jetzt habe ich wieder den gleichen Käse wie vorher. Du hast jetzt gemacht, was du wolltest und jetzt weißt du nicht mehr, was zu tun ist. Schöne Danke. Vielleicht hast du es gesehen, ich habe einen seltsamen verzauberten Gegenstand gebracht. Ja, und ich muss zugeben, dass das tatsächlich eine interessante Verzauberung ist. Wiederum das meiste von dem, was die Schamen machen, ist ein Rätsel. Sie scheinen einige derselben Zaubereien zu beherrschen wie wir. Aber mit den anderen Mitteln, ihre Magie zu begreifen, ist dadurch fast so schwierig wie die Arbeit mit einem anderen Portal. Welches Schicksal würde Königin Anisia ein, wenn dieses Objekt lediglich zerstört würde? Möglicherweise würde ihre Seele gefangen gehalten oder vielleicht sogar zerstört, aber wir werden erst dann etwas versuchen, wenn weitere Weissagungen durchgeführt worden sind. Bla bla bla. Ich bin der Seele einer Astralebene begegnet. Er steckt vorläufig dort fest. Nur mit der Hilfe gelang es mir, das Nötige zu tun, um den Astralnex aus dem Gift der Schamanen zu befreien. Ah, wie passend, dass er nach dem Tod noch eine andere Lebensform findet. Nicht, dass ich seine missliche Lage amüsant finde, nie weg, aber sie entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Virus findet sie bestimmt auch ein ganz klein wenig amüsant, aber vermutlich auch wirklich nur ein wenig. Wir müssen in dieser Sache seinen Rat einholen. Also gut. Virus fragt, was Elarad machen muss, um den Zauber zu brechen, ja. Elarad ist die Verzauberung, mit der der Setzlers belegt ist, gänzlich unbekannt. Obwohl die Schamen viele der gleichen magischen Formeln anwenden wie wir, setzen sie andere Mittel ein. Elarad ist nicht sicher, was Königin Nanesi geschehen würde, wenn das Setzlers zerstört würde. Die Aufgabe in den Lurkern wird einfach so nebenbei gelöst anscheinend. Wieder ein Rat. Elarad hat nicht gebeten, bla bla bla. Hester sind schreckliche Artefakte, die dazu benutzt werden, die Seelen unwissender Opfer zu fangen und zu manipulieren. Ihre Seelenbindenden Eigenschaften ähneln denen eines Lichtsteins, durch den wir uns einst kennengelernt haben. Der größte Teil meines Wissens über solche Artefakte stammt aus einem Werk mit dem Titel Morbidicon Confinimus. Elarad besitzt wahrscheinlich ein Exemplar, das ist kein besonders seltener Text. Allerdings hat er vermutlich seit Jahren nicht mehr darin gelesen. Die Kunst des Geistbeschwörers hat ihn nie weiter interessiert. Belius Geist hat mir den Titel des Buchbandes genannt, der mir bei meiner Suche nach den Ursachen für die momentane Krankheit unserer Königin eventuell helfen wird. Das Buch trägt den Titel Morbidicon Confinium. Confinium. Und Elarad soll der Experte. Ja. Und nachdem ich mit Pell geredet habe, hätte eigentlich so eine Rede mit Elarad hätte dann eigentlich kommen müssen. Ein Buch namens Morbidicon Confinium findet. Es handelt einzeln über das Herzklasse-Ding. Ich habe die Lücke auf der Astralebene befreit. Nun, da die Astralwächterin frei ist, ist der Einfluss der Schaule auf dem Astralnetz darauf beendet. Okay, danke, die Weg. Jetzt können wir bestimmt nicht nochmal schlafen. Ja. Naja, in der Tat, für dieses spezielle Band hatte ich noch nie große Verwendung. Glaube, ich sehe schon den praktischen Eintrag. Ja, jetzt sehe ich es. Ich werde etwas Zeit brauchen, um einen Plan zu entwerfen, selbst mit diesen neuen Informationen. Okay. Was? Oh, ja, natürlich, Nivek. Entschuldige mich, denn ich muss viel nachlesen. Ich wusste doch, dass ich mehr auf dieses Buch hätte achten sollen. Ich habe so viele. Ich verstehe. Ich werde wiederkommen. Bla bla bla.
Hä? Da kam doch gar nichts Neues dazu. Und was jetzt? Ach, hier. Hier ist was Neues dazugekommen. Das war ein Bug. Als mir die Astralwächterin erklärte, was geschehen war, dass die Shaul die Seele der Königin Anesi in einem Glas gefangen hielten, verließ mich der Mut, denn ich war mir sicher, dass sie nun für immer Sklavin der Schamen sein würde. Nichtsdestoweniger habe ich von den Überresten der Schamen, die auch physisch sterben, wenn ihre Astralprojektion vernichtet wurden, das Herzglas zurückbekommen. Leider ist meine Sorge dadurch nicht weniger geworden. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Seele der Königin wieder in ihren Körper zurückbefördern soll. In einem solchen Behältnis lauert womöglich eine böse Überraschung. Meine einzige Hoffnung in die der Königin ist Elarad. Ein so kluger und in magischen Künsten erfahrener Zauberer wird bestimmt aus dieser furchtbaren Magie schlau. Bist du fertig? Fortschritte? Oh, ausgezeichnet, offen gesagt. Wie ich herausstellte, war es viel leichter als bei dem Nichtstein. Ich habe nicht lange gebraucht, um den Eintrag zu finden, den ich brauchte, und danach habe ich schnell eine ziemlich simple Lösung gefunden. Simpel jedenfalls im Vergleich zu der Arbeit, die ich in dem Portal geleistet habe. Ich erspare euch die Einzelheiten, aber das Herzglas ist offen und die Seele der Königin wurde befreit. Was geschieht mit einer Seele, wenn sie aus dem Herzglas befreit wird? Dass eine Seele außerhalb des Körpers ist, ist sie, wie ich euch sicherlich vorstellen könnt, ein unnatürlicher Zustand. Für gewöhnlich bleibt eine Seele immer in dem Körper, der den Lebensfunk enthält. Wird sie entfernt, sucht sie einen Weg zurück. Daher die unsichtbare silberne Schnur, die einen Astralreisenden mit einem physischen Körper verbindet. Ich wollte damit sagen, ihre Seele ist aus eigenem Willen in ihren Körper zurückgekehrt. Wie wird sich das auf die Königin auswirken? Das ist in der Tat der Fall und vermutlich ist sie dadurch völlig verwirrt. Wahrscheinlich hält sie der König für krank oder vielleicht glaubt er, es wäre der Einfluss des Mondes. Ich empfehle, wie immer, Diskretion. Die Königin wird etwas Zeit brauchen, sich von dieser Erfahrung zu erholen, zumal sie wahrscheinlich nicht ahnt, was hier geschehen ist. Danke für den Rat, bis dann, Ade. Geist mit dem Titel, warum kommt das immer wieder? Als ich wieder Elarads aufsuchte, um mich nach den Fortschritten des verfluchten Glases zu erkundigen, das die Seele von Königin Anesi enthält, war ich überrascht und hocherfreut zu erfahren, dass es bereits geöffnet worden war. Sei leichter als beim Lichtstein gewesen, meinte Elarad. Nachdem er die entsprechenden Einträge im Morbidicum gefunden hatte, ließ sich die Verzauberung des Herzglases relativ leicht entfernen. Vor allem, wenn man bedenkt, welche Anstrengungen der Lichtstein und das Portal gekostet haben. Als ich ihn fragte, ob die Aufgabe mit der Befreiung der Seele tatsächlich vollbracht sei, beruhigte mich Elarad, da es für die Seele der natürliche Zustand sei, sich im Körper aufzuhalten. Würde sie automatisch zum Körper zurückkehren, wenn sie nicht mehr auf magische Weise gefangen gehalten würde. Außerdem riet er mir, im Umgang mit der Königin behutsam vorzugehen, denn Elarad glaubt, dass sie noch sehr verwirrt sein wird. Kann mir nicht helfen und es bleibt nur abzuwarten, ob und wie sie sich erholen wird. Bis dahin habe ich jedoch mein Möglichstes getan, um dafür zu sorgen, dass Avalons Bewohner ruhig schlafen können. Vorläufig jedenfalls. Und jetzt? Ah, das war's. Ich glaube, ihr habt schon alles getan, Nivek. Wir haben Akt 5 schon geschafft. Ich schlage vor, dass ihr euch ausruht. Vielleicht hat einer unserer Kommandeure einen Auftrag für euch. Ich weiß es nicht, denn wie ihr wisst, war in letzter Zeit ziemlich beschäftigt. Ich glaube, ich werde mich bald ausruhen. Cool, ich bin schon im letzten Akt. Hätte man meinem jugendlichen Ich gesagt, hey, du spielst das Spiel irgendwann mit allen Akten durch. Ich hätte es mir nicht geglaubt. Allein schon, weil ich mir nicht gedacht hätte, dass ich irgendwann mal Geld habe, um mir Computerspiele zu leisten. Und vor allem, dass ich das Spiel für 2 Euro kriege. Oh. Sorot möchte euch sehen, Nick. Nivek. Nick, ja. Okay. Ein Truff hat mir gesagt, Sorot mich sprechen möchte. Mutam hat gebeten, dass ich mich zusätzlich an Sorot und auch ihn wende, ja. Zu Rot wollte ich eh tatsächlich. Ah, Nivek, wie schön euch zu sehen. Ich hoffe, es geht euch gut. Es gibt einige Probleme, die ihr untersuchen müsst. Erstens, falls ihr noch nicht gehört habt, Eleazar ist krank geworden und die Mönche kümmern sich um ihn. Sie stehen vielleicht kurz davor, ein Gegenmittel zu finden, aber sie haben speziell um unsere Hilfe gebeten. Auch gibt es wieder eine Invasion der Untoten unterhalb Avalons. Diesmal sind es Skelette, aber ich bin mir sicher, euch sind die Riesigen bekannt. Wir müssen diesen Bereich wieder frei haben. Die Skelette waren das Projekt von Folios, Assistenten. So wollte Folios die unteren Ebenen Avalons beschützen. Er wollte das Gebiet mit hirnlosen Wesen füllen, die nur existieren, um das Gebiet zu verteidigen und die niemand vermissen würde.
Dieser Assistent eines Magiers kann ein gefährliches Individuum sein. Magische Fähigkeiten müssen mit Weisheit gemildert werden, so wie man einem Kind niemals ein Schwert gibt. Bakian hat mir gesagt, dass diese Skelette alles angreifen, außer ihresgleichen. Ihr müsst mit ihm sprechen, denn er hält das Tor gegen sie verschlossen. Aus Angst, die Skelette könnten die Burg stürmen. Ich bin sicher, ihr könnt mit diesem Problem selbstständig fertig werden. Ich kann mich nicht erinnern, euch jemals gelenkt zu haben. Da ihr nun Bescheid wisst, möchtet ihr sicher euren Auftrag sofort in Angriff nehmen. Ich werde wahrscheinlich nicht hier sein, wenn ihr zurückkommt, denn ich muss die Zinnen am Osttor überprüfen und zu Tempest gehen, um nachzusehen, ob er mein Schwert bereits fertig hat. Wenn ihr keine weiteren Fragen habt, sehen wir uns hoffentlich später wieder. Habt euch keine Sorgen, um mein Wohlergehen zu machen, Sirot. Ich werde nicht versagen. Das weiß ich nie weg. Ich mache mir keine Sorgen um euer Wohlergehen. Wenn ihr mich nur entschuldigt, ich muss bei Tempest vorbeischauen, nachdem ich den guten Stahl gefunden habe. Nachdem ihr den guten Stahl gefunden habt, hat er versprochen, mir daraus ein Schwert anzufertigen. Falls Fest seine nötigen Öle geliefert hat, müsste es irgendwann heute fertig sein. Dann sehe ich euch, wenn die Probleme gelöst sind, Sirot. Lebt wohl. Aha. Okay, Lösung. Nachdem Sirot erzählt habe, dass die Skelette in den Höhlen unter Avalon das Werk von Filios Gehilfen seien, sagt er mir, Vakian habe erwähnt, dass die Skelette alles angreifen auseinander. Sirot hat mir erzählt, dass er womöglich von meiner Rückkehr aufbrechen wird, weil er die Befestigung am Osten untersuchen will. Tempest schmiedet ein richtiges Schwert für Sirot. Möglicherweise verwendet er den Feinstahl, den ich vor so unendlich langer Zeit entdeckt und zurückgebracht habe. Coole Sache! Dass solche Sachen noch Auswirkungen auf die aktuelle Zeit haben. Ich rede mal mit Mudam. Also, das war ja Akt 1. Und auch nur, damit ich das Offizierschwert kriege. Das hat jetzt Auswirkungen auf das hier. Apropos. Erstmal, der Typ kann sein Zauberschwert wieder haben. Ich möchte jetzt mein Schwert wieder haben, tatsächlich. Die Krone nehme ich auch mal wieder mit. Die Sachen packe ich mal rein, glaube ich. Ich glaube, die brauche ich nicht mehr. Ich kann sagen, das muss doch da reinpassen. Das passt da nicht hin. Na, geht doch. Ich nehme die beiden mal raus. Pack dafür die Amulette rein, weil die brauche ich jetzt auch erstmal nicht mehr. Pack die mal hier rein. Muss auch mal gucken, dass ich ein paar von denen verkaufe. Mittlerweile habe ich echt viele. Okay, Mutarm. Oh, ich lass mal die. Hui. Erstmal Avalon niederbrennen. Ihr wollt mich sprechen. In der Tat, ich muss euch leider sagen, dass ich kürzer aufbreche. Ihr geht fort, jetzt, in dieser Zeit höchster Not, während die Shaol an die Festungstore klopfen. Ich muss in dieser kritischen Stunde zwar fortgehen, aber fürchtet nichts, denn ich verlasse euch nicht freiwillig. Ich ziehe aus, um geheime Befehle zum höchsten Vorrang auszuführen. Eine große Gefahr bedroht Avalon, noch größer als die Gefahr der Shaol außerhalb unserer Mauern. Ich allein muss diese Bedrohung aufspüren, selbst wenn ich meine Suche jenseits dieser Festung führt. Ich weiß nicht, ob ich von diesem gefährlichen Auftrag zurückkehre, aber ich darf nicht versagen. Sonst ganz Avalon den Untergang geweiht. Mehr darf ich nicht sagen. Denn es könnte jemand mithören und diese Pläne zunichte machen. Lebt wohl, Nivek. Ich muss die letzte Vorbereitung treffen, bevor ich aufbreche. Ich habe keine Zeit mehr zum Freien. Ich verstehe, Mudam. Ich wünsche euch viel Erfolg mit eurer Aufgabe. Und er ist aufgelöst. Ach nee, der ist. Ich dachte, er ist aufgelöst. Mudam wurde zu einer geheimen Mission gesandt, von der er wahrscheinlich nicht zurückkehren wird.
Das sind mir doch die Liebsten. Okay, kann Elarat noch was für mich machen und danach muss ich eigentlich runtergehen. Lernen kann ich von ihm leider nichts mehr. Was habt ihr total gemacht, Elarat? Nicht mehr aktiv. Oh, ich dachte, ich hätte es euch gesagt. Es offen zu halten, obwohl nicht mehr gefällig, strengt mich doch etwas an wegen der Zaubersprüche, die ich mit seiner Aktivierung nach so langer Zeit der Inaktivität gewöhnt waren. Es ist so alt und braucht etwas Wartung sozusagen. Wie auch immer, eure Aufgabe dort beendet nie weg. Und spüre, dass auch dir auf uns Ereignisse zukommen, die wir besser ausgeruht sein sollten. Okay. Elarat hat das Portal deaktiviert, da es ihn etwas Anstrengung kostet, es offen zu halten. Er sagt, er habe das Gefühl, dass wir in nächster Zeit alle bei vollen Kräften sein sollten. Ja, natürlich, es geht Richtung Endschlacht hier in dem Spiel gerade. Ein bisschen was kann ich mich ans Ende noch erinnern. Weil dann sehen wir, ich glaube, wir sehen dann hier wirklich das erste Mal, nee, nicht das erste Mal, aber wir sehen nochmal Ritter. Ich kann nicht in die Höhlen. Ach so, ja, natürlich. Okay. Die Stimmen in den Höhlen sind verstummt. Ich glaube, das ist ein schlechtes Zeichen. Und Wakians Erlaubnis erlauben wir euch nicht. Wer ist Wakian? Sie haben nicht die Erlaubnis zu gehen. Leck mich am Arsch. Ich bin hier der größte Held. Ich kann hier machen, was ich will. Da lasse ich mir auch von niemandem reinreden, der Wakian heißt. Oh, bist du noch hier? Ich habe schon vermutet, dass du abgehauen bist. Wakian. Bitte. Ja, 233 ist okay. Wo finde ich diese Wakian? Oh, ja, du bist. Ich werde hier warte, bis die Sache verpufft ist, nicht? Vorsicht, sonst könnt ihr auch ein Schwar werden. Haut jetzt ab. Ich bin zu, Alter. Sirut sagte mir, da unten seien Skelette und ich bin hier, um sie zu erledigen. Ja, Skelette sind's und sie zermalmen euch, wenn ihr da hinlatscht. Ihr müsst von den hohen Tieren Erlaubnis holen, bevor ich euch aufmache. Ich riskiere keinen Angriff der Untoten auf Avalon. Nicht, es sei denn, ihr könnt einen Obermacker überzeugen, dass ihr alles im Griff habt. Außerdem hattet ihr Hilfe das letzte Mal, als ihr gekommen seid, um ein paar böse Untote ganz tot zu machen. Es gibt kein Licht mehr. Aber es gibt Skelette. Skelette, die alles angreifen, nur nicht ihresgleichen, sogar Ratten. Das ist unheimlich. Und ich denke, ihr solltet lieber rumschnüffeln und einen anderen Weg zu finden. Ich meine, Felix könnte vielleicht helfen. Er hat mir was von der Ansammlung böser Energie gesagt. Da müsste ich über das Leech nachdenken. Der könnte was zu sagen haben, was euch vielleicht etwas in die Hand gibt, um jemanden zu finden, der mir befiehlt, hier aufzumachen. Versteht ihr? Ja. Ich rede trotzdem nochmal kurz hier oben. Wakian hat bestätigt, dass die Skelette alles angreifen. Auseinander. Er hat gesehen, wie eins davon einen Rat angriff. Wakian besteht darauf, dass ich die Erlaubnis einhole, bevor ich wieder in die Höhle gehe. Er ist davon überzeugt, dass man über mich herfallen soll. Na und? Man hat mich gedrängt, Felix nach der Plage für Untoten zu befragen. Wakian sagte, Felix habe etwas an Stellen erzählt, an dem das Böse konzentriert wird. Und er glaubt, zu solcher Stelle hat das Problem mit den Skeletten verursacht. Ach, bitte. Hört auf mit der Kacke. Ihr macht das schon. Ich guck mal, ob ich das magische Schwert noch zurückgeben kann. Herbert Tempest. Ich habe gerade einen richtigen Offizierschwert für Sirot, den letzten Schliffe. Ich habe das alles nicht ohne den Feinstahl tun können. Ich verstehe, wenn ihr mich entschuldigen wollt. Okay. Doch, da kommt noch irgendwas. Jetzt gucke ich mal, ob ich das Zauberschwert zurückgeben kann. Die Maske konnte ich ja irgendwie auch nicht zurückgeben. Hört mal, ich kann euch nicht länger helfen. Ich muss mich auf selber aufpassen. Ich muss auf mich selber aufpassen. Ich habe keine Zeit, mich zu unterhalten. Guck mal, ich habe dein Schwert gefunden. Hier. Ich will das nicht mehr.
eh nicht so prickelnd. So. Zweites Obergeschoss. Diesmal weiß ich wenigstens, wo der Typ ist. Ja, Weiser, das könnt ihr. Ich habe Wakian besucht, der sagte mir, ihr versteht, es ist eine Ansammlung böser Energie. Er glaubt, dass er nicht etwas hinterließ, das. Denn jetzt sind Skelette in den Höhlen, die alles und jeden angreifen, außer sich selbst. Vielleicht ist es ja der Leech, der bei den Lurkon war. Alles außer sich selbst angreifen. Nun, warum sollte ich euch das überraschen? Wakian sagte mir, sie würden Ratten angreifen. Die Skelette sollen dort sein. Die sind das Resultat eines Projekts von Philios, Assistenten, um die Ebenen unterhalb Avalon zu verteidigen. Das ist in der Tat seltsam, äußerst seltsam. Menschliche Skelette greifen weise nur humanoides Leben an. Sagt doch, sie greifen alles außer sich selbst an. Sehr merkwürdig. Ja, von solchen Ansammlungen böser Energie habe ich schon gehört, aber alle Lösungen, die mir einfallen, weisen auf einen Ordensmann hin. Denn diese besitzen ein sonderbares und machtvolles Wissen über Leben und Tod. Wenn es irgendjemand gibt, der weiß, wie man die Rückstände des Lichts beseitigen kann, dann ist es Bruder Massus. Sein Wissen auf diesem Gebiet ist unübertroffen. Sucht ihn auf, Bruder Nivek. Entweder kennt er die Antwort bereits, die ihr sucht, oder er wird sie für euch finden. Ach, und ehe ich es vergesse. Bitte sehr. Was? Auch nach Elasar sehen. Achso, die Heilung wünschen eure Hilfe, habe ich gehört. Hab Dank. Felix hat mich um Bruder Massus verwiesen, der das Geistliche sowohl in heiligen als auch unheiligen Vorgängen bewandert ist. Ich weiß, wie man Untote vertreibt. Ich frag mal die Hamoriten, die kennen sich da auch aus. Sollte ich irgendwo hier sein? Oder war Massus der hier oben? Ich weiß, ich kann mir mehr. Das war Kai. Ah! Guten Tag, Nivek. Ich freue mich zu sehen, dass es euch gut geht. Wie freut ich von euch, Bruder, ich bin gekommen, euch wegen etwas Bösen zu befragen. Oh weh, Nivek. Hattet ihr etwa unreine Gedanken? Ständig. Ich bin hergekommen, euch über die Untoten zu befragen. Obwohl das Leech besiegt wurde, muss noch irgendein Überrest da sein. Denn jetzt gibt es dort unten Skelette, die alles in jeden angreifen. Selbst Ratten. Felix sprach von einem anhaltenden Übel und schickte mich zu euch, da ihr Wissen auf dem Gebiet unübertroffen ist. So extrem würde ich das nicht ausdrücken. Obwohl ich in der Tat die meiste Zeit meines Lebens diesen spezifischen Studien gewidmet habe. Sehr mächtige, boshafte Wesen können tatsächlich Spuren ihrer Bosheit hinterlassen. So wie die Auswirkungen einer ansteckenden Krankheit zurückbleiben, mögen lange, nachdem das Leiden selber ausgerichtet wurde. Ebenso ist es möglich, dass das Leech eine Art Zauberbann mit verzögerter Wirkung eingerichtet hat, der erst nach der Vernichtung des Leechs an den Tag trat. Was die Lösung dieses Problems angeht, ja, Mensch, habt ihr eine Idee? Im Moment leider nein. Normalerweise würde eine Gruppe heiliger Männer ein Exorzismus-Ritual durchführen. Aber wir sind zu wenige. Und da dort unten Skelette lauern, würde es überdies ein äußerst gefährliches Unterfangen, insbesondere für Männer, die keinerlei Kampftraining besitzen. Ich werde intensiv darüber nachdenken müssen, Nivek. Mehr kann ich leider nicht tun. Komm bitte später wieder bei, denn vielleicht ist mir bis dahin eine Lösung eingefallen. Ich weiß, der Ausdruck vielleicht ist nicht gerade vertrauenserweckend. Aber dies ist höchst interessantes Problem, welches mir bislang noch nie begegnet ist. Also werde ich kreativ sein müssen. Einverstanden, Mönch. Ich erkunde mich später nach eurem Fortschritt. Viel Glück. Viel Glück auch euch und euren Bemühungen, Nivek. Bitte sieht nach Elasar. Dein Bruder Crosby glaubt, er habe etwas zur Heilung seines Leidens gefunden. Werde ich tun. Ich muss nach wie vor oder was nach einer möglichen Lösung des Problems mit vielen Skeletten einfach nur befragen. Ja. Wer war Crosby? Klingt wie Crossbow. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid, Nivek. Elasar ist nun schon seit längerer Zeit schwer krank und befürchten, dass er nicht mehr lange unter zwei wird. Wie kann ich helfen?
Da ihr den Katianern so hilfreich beigestanden habt, als König Isdermas vergiftet wurde, schlugen einige meiner Brüder. Im Grunde habe ich es ja nicht gemacht. Schlugen einige meiner Brüder vor, euch um Hilfe zu bitten. Ehrlich gesagt, ist uns die genaue Ursache seiner Krankheit unklar. Aber wir dachten, dass ihr uns dank eurer Erfahrung vielleicht ein wenig Klarheit verschaffen könnt. Verglichen mit der Heilkunst eures Ordens sind meine Kenntnisse gewiss gering. Dennoch will ich gern helfen, wenn ich kann. Wir haben sämtliche Gegenmittel, die wir kennen, erfolglos ausprobiert. Vielleicht könnt ihr uns helfen, eine mystische Arznei gegen seine seltsame Krankheit zu finden. Wahrscheinlich sollte ich einen unserer früher ansehenden Zauberer um Rat fragen, dass sie vielleicht die Natur dieser mysteriösen Erkrankung mutmaßen können. Ich würde Elarad empfehlen, ich vor einiger Zeit mit ihm gesprochen, aber das ist komisches Deutsch, was sie an den Tag legen, oder? Aber er schien schrecklich beschäftigt zu sein. Ich glaube, er besaß einige Informationen, die hilfreich sein könnten. Aber als Elasas Zustand noch nicht so ernst war, hat er keine Zeit, sie heraufzusuchen. Ich eile, um seine Weisheit zu erheischen, Bruder Cosby lebt wohl. Was? Ich muss nach wie vor Bruder Mastus nach einer möglichen Lösung des Problems mit den vielen Skeletten und Avalons befragen. Elarand kann vielleicht helfen, das Rätsel um Elasas Krankheit zu lüften. Ja, der Heilzauber wirkt ja leider nicht, wie wir aus Kapitel 1 wissen. Da braucht man Heilpflanzen. Wirkt leider nicht gegen Krankheiten. Ich komme, um euren Rat bezüglich der seltsamen Krankheit zu suchen, die Elsa befallen hat. Ah, darüber habe ich schon vor einiger Zeit mit Bruder Cosby gesprochen. Aber dadurch die jüngsten Ereignisse war ich zu sehr beschäftigt, um der Sache nachzugehen. Ich hatte zwar gehört, dass sich Elsas Zustand verschlechtert hätte, hielt das Gerücht jedoch für unwahr. Scheint es tatsächlich immer schlechter zu gehen und Bruder Cosby glaubt, dass es nicht mehr lange durchhalten wird. Einem verbrüderten Magier helfe ich gerne, Nivek. Ich würde ihn gerne persönlich besuchen, aber im Moment wäre mir nicht wohl, wenn ich mein Labor verließe. Was vermutet ihr als Ursache des Leidens von dem, was ihr bisher gehört habt? Es ist schwer zu sagen, besonders ohne ihn gesehen zu haben, aber die jüngsten Ereignisse lassen vermuten, dass dies ein magischer Angriff ist. So etwas festzustellen ist gar nicht so einfach. Welche spezifischen Krankheitssymptome zeigt er in letzter Zeit? Bei Bruder Cosby sind seine Hände und sein Kopf eiskalt, seine Brust aber brennt es wie Feuer. In letzter Zeit war er meistens entweder völlig außer sich oder bewusstlos. Das ist sehr ungewöhnlich. Ich habe ein Buch mit etwas, das etwas Licht auf die Sachen werfen könnte. Er schneidet es mit den Fingern und ein Buch erscheint in seiner Hand. Mal sehen. Irgendwo hier drin muss es stehen. Mystische Krankheit. Ja, es scheint genau das zu sein, was ihr beschrieben habt. Was habt ihr gefunden? Es ist ein uralter Fluch, der zunächst lähmt und schwächt und sich selbst den mächtigsten Magier verzehrt. Seinem Alter und seiner Unbekanntheit nach dem wahrscheinlichsten Urheber des Fluchs nach, würde ich sagen, dass die Schauer ihn von den Naga bekommen haben. Oder ihn bei ihrem kurzen Ausflug auf die Astralebene gefunden haben. Pell war sehr hilfreich bei unserer letzten Reise zur Astralebene. Vielleicht kann sie uns in dieser Angelegenheit helfen, oder wir können versuchen, mit der Astralwächterin in Verbindung zu treten. Leider kann ich Ena nicht kontaktieren, denn ich habe das Portal geschlossen, um meine Kräfte zu schonen. Was Pell betrifft, so habe ich sie seit der Ankunft der phanaxischen Magistrats in Avalons kaum gesehen. Nein, ich fürchte, da müssen wir uns alleine durchwurschteln. Zum Glück habe ich, glaube ich, das gefunden, was wir brauchen. Steht im Buch, wie dieser Fluch behandelt werden kann? Die Anweisungen sind zum Teil vage, aber hier stehen Einzelheiten über die Zauberformel und zwei Bestandteile. Die Zauberformel muss von jemandem gelesen werden, der rein Herzen, Seele und Körper ist, eine häufig vorkommende Voraussetzung und eine, die ihr gewiss erfüllt. Die Bestandteile sind etwas seltsam und ich glaube nicht, dass ich sie vorrätig habe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass einer der Händler in der Burg sie führt. Ich würde es bei Reynos oder Olan versuchen. Sie werft hier das weg. Um welche Bestandteile sollte ich sie bitten? Als erstes braucht ihr Grimmsteinwurzel, was Olan vermutlich hat. Wie ich hörte, benutzt er sie in einem Liebestrank. Den Zustand der meisten unserer Gefährten in dieser belagerten Burg zu beurteilen, hat er seine Vorräte noch nicht aufgebraucht. Der zweite Bestandteil sind gemahlene Sumpffeuerblüten. Da dies manchmal zur Herstellung von exotischen Düften verwendet wird, hat sie eventuell Rios. Wusstet ihr, dass er von dem Krieg hauptsächlich mit Parfüm handelte? Wie ungewöhnlich, was mit dem Zauber. Was ist mit der Zauberformel? Ich werde ihn für euch abschreiben. Es ist weder sehr lang noch sehr kompliziert, aber ich fürchte, dass sie für euch sehr kräftezehrend sein wird. Seid aber vorsichtig, wenn ihr den anwendet und vergewissert euch,
dass Elazar den aus dem Bestandteil hergestellten Trunk zu sich genommen hat, bevor er beginnt. Danke für die Warnung, Alarant. Ich werde jetzt Ulon und Reos aufsuchen, denn ich fürchte, dass Elazar nicht mehr viel Zeit bleibt. Lebt wohl und danke für eure schnelle Hilfe. Ich muss nach wie vor Bruder Mastos nach einer möglichen Lösung des Problems mit vielen Skeletten und Avalon befragen. Elarant kann vielleicht helfen, das Rätsel um Elazars Krankheit zu lüften. Moment, da gab es ja noch mehr. Wie mir Elarant erzählt, leidet Elazar an einem Fluch. Er glaubt, dass die Shaul ihn von den Naga bekommen oder auf der Astralebene entdeckt haben. Seine Einstufung als mystische Krankheit scheint darauf hinzudeuten, dass nur diejenigen damit belegt werden, die über magische Fähigkeiten verfügen. Die Beschwörung, die Elazar von diesem Fluch befreien würde, setzt Reinheit voraus und einige seltsame Ingredienzen, die laut Elarant entweder von Ulan oder dem Händler Reos bekommen kann. Okay, ich gehe jetzt in den Außenhof und würde dann die Aufnahme beenden für heute. Das müsste jetzt so ungefähr anderthalb Stunden sein mit dem, was ich rausgeschnitten habe. Aber ich werde dann gleich eine neue Aufnahme machen. Ulan weiß ich noch, wo ich ihn finde. Und die anderen Händler werden ja auch irgendwo sein. Ich glaube, diese Quest ist... Es könnte sein, dass diese Quest verbuggt ist. Es könnte diese Quest sein, von der ich gelesen habe. Dass man eventuell die zweite Zutat nicht kriegt und dass man den Händler dann töten muss. Was echt scheiße wäre. Aber egal, ich würde sagen, das war Let's Play Siege of Avalon für heute. Ich sage ciao mit Wichtlein TV. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.